Moin ihr Figurensuchtis und herzlich willkommen zurück bei Christainment, heute mit dem Megawolf 34. Hui. Heute wird es ein bisschen anders. Wir haben, ich habe Videospiele, Flohmarktfunde, Kanalspende und was Zugesendetes von Shops, was ich sehr interessant fand. Wenn ihr euch erinnert, ich habe ein Video mal gemacht oder gemacht, nicht so lange her, über positives Shop-Erlebnis bei Shops. Also, ja. Darum geht es um, wie kommen die Sachen bei mir an, wie war die Kommunikation mit dem jeweiligen Shop und wie zufrieden war ich mit dem. Das war schon recht cool. Und daraufhin hat sich jemand gemeldet, und zwar C-Toys. C-Toys hat dann gesagt, hey du Chris, cooles Video, dürfen wir dir auch mal was zuschicken, damit du siehst, wie unsere Kunden ihre Pakete bekommen. Und ich habe gesagt, ja klar, gerne. Da freue ich mich immer, wenn ich was bekomme. Und das will ich euch jetzt direkt auch mal zeigen. Das ist das Paket, das ankam. Und ich bin gespannt. Ich habe nicht reingeguckt. Ich bin gespannt, was drin ist. Oh. Schnuppi. Und ich zeige es natürlich euch auch. Es ist kein Unboxing in dem Sinne. Sondern ihr müsst, wollt ihr auch sehen, so hier. Das hier so ist verpackt. Also Papier. So voll. Dann die nächste ist ein bisschen. Ah, hier gibt es Tüten. So Tüten. C-Toys Vintage Tüten. Also eins. Klappert schon ein bisschen. Oh, hier ist noch eine größere. Ich leg die lieber hin, du weißt, was da drin ist. Okay. So, das ist der Box, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was haben wir hier? Das sind Flyer. Klar, C-Toys Flyer. Oh. C-Toys. Ah, okay, jetzt weiß ich schon, was drin ist. Ah, natürlich doof. Aber gut, das ist ein Echtzeitzertifikat und Garantie. Gegenstand von der Sache, der hier drin ist. Die hier drin ist, der hier drin ist, genau. Also es ist eine laminierte DIN A4 Seite, zeige ich euch gleich. Ich muss euch mal zeigen, was drin ist. Die mache ich gleich auf. Das ist jetzt wohl das, was. Also es kommen wohl die Sachen alle in so einen schönen Papiertüten mit Sticker. Geil. Eine Battle Cat. Das finde ich sehr gut. Eine Vintage Battle Cat. Gucken wir mal direkt rein. Aus Taiwan. Boah, das ist sogar. Es ist alles noch dran. Guck mal hier. Der Nupsi ist noch dran. Der Gürtel ist dran. Der Nupsi vom Gürtel ist auch dran. Und natürlich richtig nicht zugemacht, weil es könnte ja abreißen. Das passiert ja manchmal. Also eine richtig schöne Battle Cat. Haben wir noch einen Zettel dabei? Oh, das ist sogar noch ein Liebesbrief. Hey Chris, ich wollte dir nur noch mal zeigen, wie unsere Kunden ihre Ware erhalten. Uns ist es wichtig, dass jedes Vintage-Toy mit Zertifikat ausgeliefert wird. Dieser Service ist kostenlos. Von Sammler für Sammler. Viele Grüße, Christian. Das bereite ich auf jeden Fall auf. So, und das angesprochene Zertifikat ist das jetzt hier. Jetzt muss ich gleich niesen. So, das Zertifikat ist jetzt das hier. Da steht jetzt drauf, Zertifikat, Echtheitszertifikat, Gegenstand, was es ist. In diesem Fall Master Universe Battle Cat. Die ungefähre Marktwert. Okay, 40 Euro Marktwert. Datum steht hier unten auch drauf, 12.8. Und Zustand 2. Die Bewertung erfolgt nach Schulnotensystem. Es handelt sich bei dem oben beschriebenen und unten abgebildeten Gegenstand um ein zeitgenössisches Original. Materialqualität und Ausführung entsprechen der in der Fachliteratur nachweisbaren Norm. Geringfügige Toleranzen sind möglich anhand verschiedener Länderproduktionen. Dies wird von uns zeitlich unbegrenzt garantiert. So, so sieht das dann aus. Also natürlich, wenn ihr jetzt was anderes kauft, kriegt ihr was anderes. Da sind dann Fotos. Finde ich irgendwie cool. Also finde ich eine witzige, coole Idee. Also ich habe ein Datum, Unterschrift, die Produktfotos von der Battle Cat. Das finde ich eine coole Idee. Sie schreiben auch, dass es auf der Website, schreiben sie wirklich auch, dass das von allen gängigen Versicherungen anerkannt wird. Cool, Bärchen. Das ist auch sehr gut. Das ist eins. Also das ist schon mal sehr cool. Vielen Dank, dass du das gezeigt hast, Christian. Und die Battle Cat. Da freue ich mich. So, in der zweiten Tüte. Okay, viel von gelesen, noch nie einen in der Hand gehabt.
auch Haribo. Und wir haben hier, ja, die verkaufen, verschicken auch diese, ja, so Figuren-Standys für Masters. Die sind selbst gedruckt. Also die sind, ja, das ist natürlich so ist doof. Also so sehen die aus. Und dann haben die hier C-Toys unten drauf. Und dann habe ich jetzt einen durchsichtigen, rot-rötlichen und einen gelben. Drei Stück. Ob die jetzt bei der Lieferung dabei sind, weiß ich nicht. Bei mir waren sie jetzt dabei. Cool. Ja, kann man immer brauchen. So, sehr cool. Schön. C-Toys, vielen Dank dafür. Sehr interessantes Verpackungs... Wie heißt das jetzt? Ich komme auf das Wort. Habt ihr das auch? Manchmal so Wortfindungsstörungen? Ganz schlimm. Verpackungsmanagement. Wollte ich nicht sagen, aber es ist das Beste, was mir jetzt einfällt. Ich finde es cool mit dem Zertifikat. Weiter geht's. So, Schnitt. Dann auch Time for Action Toys. Hat mir was zugeschickt. Und zwar hier ein richtig schön Black Series The Mandalorian Women Stormtrooper. Der hat noch gefehlt. Und ich bin mal auf die Webseite gegangen, habe mir ein paar Sachen von ihm angeschaut. Ich habe euch übrigens die Webseiten unten verlinkt. Also C-Toys und Time for Action Toys ist unten verlinkt. Wenn ihr mal vorbeigucken wollt, könnt ihr das gerne mal machen. Also das ist jetzt wieder eine Figur weniger, die mir fehlt. Den normalen Trooper davon hatte ich schon, aber diese Version hat mir gefehlt. Ist eigentlich totaler Käse, weil es ist der gleiche Trooper, nur anders angemalt. Ihr kennt ja, wie Hasbro arbeitet. So, das ist dann auch da. So, jetzt geht's richtig los. Wir fangen an mit Flohmarkt, was eigentlich nicht ganz richtig ist, weil das sind so... Ich war in einem Second-Hand-Laden für, kennt ihr wahrscheinlich auch, CDs, Platten, Videospiele, whatever. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden, was sehr schön war. Unter anderem... Wenn wir das für unsere Vinylsammlung, guck mal. Der Airwolf-Team, also die Platte von Airwolf mit dem Soundtrack. Ich habe mich natürlich super gefreut, dass ich die gefunden habe. Ich glaube, 3 Euro hat die gekostet. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dann zu Hause war und die angehört habe. Viele von euch, wenn ihr jetzt an Airwolf denken, haben sofort diesen Soundtrack im Kopf, der im Fernsehen lief. Von der Serie. Ist er nicht. Das ist ein ganz andere, also von der Höhe ist das ganz anders und von dem Abspielen ist es ein ganz anderer Sound. Klingt total fremd, wenn man sich das anhört. Aber es kommt ja bald die Folge mit den Vinylplatten, wo ich euch die Vinylplatten alle zeige und auch akustisch darlege. Da werden wir auch den hier hören und dann wisst ihr genau, was ich meine. Also, ein Luftwolf. Dann jene welche. Der alte Soundtrack von den Ghostbusters Teil 2. Den fand ich auch sehr cool. Ich muss dazu sagen, ups, erstmal was hinter. Die Lieder sind jetzt nicht so mega geil, die da drauf sind, aber ich fand die Platte cool. Was haben wir denn? On Your Own, also das, was Ghostbusters am nächsten kommt, ist halt Ghostbusters Performed by Run DMC. Und der Song ist auch nicht wirklich geil. Aber es ist eine Ghostbusters 2 Platte. So sieht es von hinten aus. Und jetzt etwas, was für mich persönlich wichtig war, weil ich da als Jugendlicher, das war glaube ich mein erstes Musical, jetzt wird es richtig kitschig. Mein erstes Musical, das fand ich mega gut, ich glaube ich habe es 2-mal gesehen oder 3-mal, weiß ich gar nicht mehr. Cats, das ist eine Doppel-LP. Und da habe ich mir die Cats noch mitgenommen. So sieht's aus. Also in 2 LPs und das Geile ist dabei, da ist die wenigsten interessiert das jetzt wahrscheinlich. Aber ich zeig's trotzdem, weil es mich interessiert. So sieht es auf der Innen aus. Und was sehr cool ist, die Platten sind in diesem Seidenpapier eingewickelt oder eingeschoben. Eingewickelt ist ja Quatsch. Und das Seidenpapier hat die ganzen Songtexte drauf. Ja, ich singe jetzt nicht mit. Aber ich könnte, wenn ich wollen würde und es könnte. So, im gleichen Laden habe ich mir noch ein paar Videospiele geholt. Es sind nicht die geilsten Videospiele, absolut nicht. Aber sie waren in meinem Verhältnis, fand ich sie günstig. Und ich habe sie noch nicht gehabt. Das sind alle Sportspiele. Da wisst ihr schon Bescheid. So, wir haben einmal NHL 99. Dann nochmal NHL Breakaway 99. Gleiche Jahr, anderes Spiel. Eines von EA und das andere ist von Acclaim Sports. Alles N64 Games. Dann Nintendo Golf, das war noch das geilste von den Spielen. Aber die Karte sah aus, die war richtig schlimm. Musste ich mal ein bisschen putzen. So. Und Sega Master System Wimbledon 2. Komplett, also mit Inlay, Cartridge und was ich alles.
für 3 Euro. Alter, wie gesagt, mir fehlt's, ich find's cool. Passt. Ich werde mal hier tun. Hat nämlich seinen Grund. So, Nintendo. Und nochmal Nintendo. Messer brauche ich glaube ich nicht mehr. Nee, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt kommt was Kleines. Sebastian Steinorf habe ich letztens wieder besucht. Vielleicht habt ihr die Fotos bei Facebook oder bei Insta gesehen. Da war ich kurz zu Besuch. Und die Sebastian hat mir was mitgebracht. Beziehungsweise hier, ich habe noch was gefunden für dich. Du bist doch so ein Nintendo-Fan. Ich so, ja, so ein kleiner. Habe ich noch was gefunden? Kannst du dir gerne haben. Ich so, geil. Ich habe sogar noch einen Videorekorder unten im Keller. Die Videokassette, diese Demo- beziehungsweise Werbekassette von damals. Von, ja, Donkey Kong, The King of the Jungle. Und da drin, den hatte ich sogar, den Kalender. Das ist eine Bestellkarte für den damaligen Nintendo-Kalender. Ich weiß noch, ich hatte den Kalender. 1995 war das. DIN A3 Kalender. Aufgeklappt DIN A2. Ich habe den leider nicht mehr. Wie so viele Sachen. Weggeschmissen, kaputt gegangen. Ihr kennt das selber aus der Kindheit. Alles flöten gegangen. Auf jeden Fall schön mit Schuber, die Videokassette. Vielen Dank nochmal, Sebastian, für diese coole Kassette. Also nochmal Nintendo. Und das, was ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen könnt, ich probiere es trotzdem. Seht ihr das? Das ist ein, oh Gott, Game Boy Advanced Pin. So eine Anstecknadel. Game Boy Advanced. Das hat Sebastian wohl damals, hat er erzählt, gekriegt, als er sich den Game Boy Advanced gekauft hat. Im Laden gab es die Pin oder die Anstecknadel dazu. Das Ding ist noch zu. Ich werde es jetzt auch nicht aufmachen, aber ich finde es cool, dass er mir das gegeben hat. A, ein Stück von seiner Kindheit und B, Geschichte. Videospielgeschichte. So, weiter geht's mit Playmobil. Ja, eigentlich muss ich das, genau. Ich hatte von Frank erzählt, da im letzten, glaube ich, im letzten Mega-Haul, dem vorletzten Mega-Haul, im 32er. Da war ich auf dem Flohmarkt in Neumünster und da war jemand, da habe ich PlayStation 1 Spiele gekauft. Und der war super nett, wir haben uns unterhalten und sind ins Gespräch gekommen. Und da hat er so fallen lassen, ja, ich habe noch das und das zu Hause und das und das. Und ich dachte so, hey, das interessiert mich, wieso? Ja, weil ich das toll finde, ich sage, okay, cool, dann kann ich ja mal, nächsten Flohmarkt bringe ich das alles mit und dann kannst du es haben. Ist ja cool. Nächster Flohmarkt war nicht so geil, weil der war nicht. Es hat geregnet und deswegen ist er auch nicht hingefahren und hat kurzfristig einen Termin gemacht, also wir haben uns verabredet. Ist er vorbeigekommen persönlich, hat sich mal hier alles angeguckt, kurz, er war auch ein bisschen überwältigt und hat die Sachen vorbeigebracht. Unter anderem, ich fange erstmal damit an, ein Buch. Ich kannte das selber überhaupt nicht. 30 Jahre Playmobil. Ich meine, bei meiner aktuellen Kanalgeschichte macht das Buch ja auch Sinn. Und da sind wirklich dann Bilder von Sachen drin, die es früher gab. Also die haben früher normale Möbel gemacht und dann hier diese ganzen Straßenfeger und das Vor, große Figürchen, auch die ganze Geschichte von den Spritzgussmaschinen und Rittergedönse, Indianer und was ich alles. Und habe ich auch wieder Sachen gefunden, das zum Beispiel dieser Fischtrawler und der Schneemann und sowas. Wo jetzt habe ich was, dass ich das gar nicht mehr wusste. Das Geilste, was ich da drin gefunden hatte, was war das? Es gab früher Playmobil-Figuren, die waren nackt, also weiß. Und da gab es Playmobil-Stifte, dann konntet ihr eure Figuren selber anmalen. Ich hatte solche Dinge alle, habe ich ganz vergessen, verdrängt habe ich das. Also das Buch habe ich von ihm gekauft. Und jetzt kommt der größere Anteil. Es ist ja wieder videospiellastig. Und es fällt unter dem Titel Sega Does What Nintendo Don't. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, worum es geht. Es geht um diesen tollen Werbespot von Sega, die damals Nintendo richtig schön einen reindrücken wollte. Ich habe ein paar Spiele gekauft. Fangen wir mit dem ersten Nintendo-Spiel direkt an. Das kannte ich auch nicht. Dark Rift fürs N64. Das Spiel ist komplett mit allem drum und dran. Alle Zusatzteile, Zettel, Inlay, alles super. Es ist so ein Fighting-Game, sowas wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist. Aber von den Bildern her sieht es halt aus wie ein ganz normales Street Fighter oder eben vom Genre her. Ich rede jetzt nicht davon, dass es jetzt vom Ablauf genau das gleiche ist, aber vom Genre her. Also N64 OVP Dark Rift. Es ist ein ganzes Paket gewesen, was ich gekauft habe. Und da habe ich dann zum Schluss gesagt, du, ich fühle mich besser, wenn du noch was dazulegst. Komm, pack irgendein Modul dazu, was du übrig hast. Dann geht es mir besser und wir freuen uns beide. Ich habe gesagt, okay, mach ich.
Und das Modul ist Pitfall, Klassiker. Habe ich auch für Super Nintendo original verpackt, fürs Mega Drive. Auch ein schickes Spiel. So, jetzt geht's los. Alles Mega Drive. Pac-Mania. Dann Klassiker, die Schlümpfe. The Bitmap Brothers Gods. Da fehlt, glaube ich, die Anleitung. Muss ich mal gucken. Nein, fehlt. Doch, fehlt. Wenn jemand die Anleitung haben sollte von Gods, kann er sich gerne melden. Die hätte ich mich gern. Und Disney, das Dschungelbuch. Alles von Sega, dem Game Gear. Ich muss Platz machen, weil es kommt noch ein bisschen mehr. Ich mach's so, dann seht ihr das nicht. Ich bin so ein Schlaufuchs. Weiter geht's mit dem Klassiker auch. WrestleMania. Super WrestleMania. WWF. Mit Hulk Hogan. The Warrior. British Bulldog. Randy Savage. Papa Shanga. Und Shawn Michaels. Kein Mr. Perfect dabei. Na. Aber sehr cool. Ja, das habe ich eigentlich für einen Kumpel gekauft, weil es interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ihn offenbar jetzt auch nicht mehr. Kick-Off 3. Das ist gar nicht mal so billig gewesen, verrückt. Kick-Off 3. Also ein Fußballspiel. Juppidu. Dann The Terminator. Jetzt kommt wieder ein Klassiker von Disney. Habe ich auch gerade kürzlich vor dem letzten Mega-Haul, auch vor dem Mega-Haul, auch für Super Nintendo gekriegt. Dann Kid Chameleon, auch so ein, was eigentlich fast jeder kennt, wenn man es mal von Sega gehört hat. Das Cover kennt man auf jeden Fall. Er hat so ein bisschen was von Marty McFly, finde ich. Mit dem Hoverboard oder dem Board dabei. Dann James Bond 07, The Duel, oder das Duell. Ihr seht schon, es war nicht wenig. Und Aladdin oder Aladdin, auch von Disney, auch ein klasse Spiel. Bei den Spielen von Disney auf den Konsolen, also 16-Bit-Konsolen, könnt ihr nichts falsch machen. Aladdin, König der Löwen, Dschungelbuch, super Spiele, egal auf welchem System. Also Super Nintendo oder Mega Drive. Mega Games. Das war noch nicht alles, es waren jetzt die Spiele. Jetzt kommt was, da müsst ihr mir echt mal sagen. Bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, ob ihr das schon mal gesehen habt oder ob es jetzt das allererste Mal ist, dass ihr das Ding seht. Ich kannte es nicht, ich wusste nicht, dass es das gibt. Das will schon was. Na, Quatsch. The Sega 3D Glasses. Das ist eine 3D-Brille für ein Sega Master System. Mega cool erhalten. Also haben wir. Ich muss gerade mal. Ja, auspacken ist nicht mehr so. Also hier seht ihr richtig schön mit Styropor noch dabei. Wie das jetzt rausfällt. Also so sieht es dann aus. Brille und der Adapter, der dann vorne in den Kartenslot kommt von dem Mega Drive Master System. Allerdings fehlen jetzt hier leider die Anleitung. Die ist leider nicht dabei gewesen. Aber das Teil zu haben, finde ich schon mega. Ich kann das nicht, war da voll geflasht von. Und werde es jetzt auch bald ausprobieren. Aber das Teil fand ich richtig gut. Das hat mich richtig überrascht. Und eine Konsole, ich habe ja wirklich einige Konsolen. Wenn ihr schon mal hier gewesen seid oder einige von euch waren schon mal hier, wisst ihr, ich habe so ein, zwei Konsolen. Eine Konsole habe ich zwar schon oben stehen, sogar die Series One, also die erste, die allererste, aber da fehlt mir die OVP und die habe ich noch nie so gefunden, wo ich sagte, boah, ja, finde ich mega gut. Jetzt habe ich sie gefunden. Auch von Frank. Und zwar einen richtig coolen Mega Drive. Richtig schöne Box. Und da ist das komplette Zeug mit drin. Ich muss gerade mal gucken, wie das jetzt ganz ruhig falsch reingetan, genau so. Ich versuche es mal rauszuholen. So, Styroporbox. Deckel hoch. Nicht runterfallen. Also die Anleitung wird noch nie die wird nicht mal durchgeblättert. Die ist also mega. Die ganzen Zettelage ist auch mit dabei.
Der Mega Drive ist ein Austauschgerät. Er hat wohl den Original, der hier drin war, hat er behalten. Das war, wie gesagt, die erste Version. Die hatte noch einen Port hinten mehr. Der weiß er aber, dass es funktioniert. Bei dem anderen hat es wohl nur so gemacht, dass nur das Sonic funktioniert hatte und danach kein anderes Spiel mehr. Aber ich habe noch die erste Variante oben und die klappt, das weiß ich. So, Kabellage ist immer dabei und was ich sehr gut finde, ich habe noch nie so ein geiles Sonic in der Hand gehabt, also von der Packung her. Gut, Sonic kennen wir alle, ich habe das auch 2-3 Mal das Spiel, aber nicht in so einer coolen Box. Und wie gesagt, das gehört hier zum Set dazu. Ja, also das fand ich, das ist so ein Highlight gewesen für mich. Jetzt habe ich, muss ich gerade mal überlegen, habe ich jetzt alle Sega-Konsolen vollständig? Master System 2 habe ich alle verkauft, die wollte ich nicht behalten, weil ich, da kann ich nichts mehr anfangen. Ich habe zweimal Master System 1 original verpackt, dann jetzt den Mega Drive. Boah. Genau, Saturn habe ich noch und der andere fällt mir jetzt nicht mehr ein. Die weiße Konsole, die mit Internet, die ihrer Zeit weit voraus war. Dreamcast, richtig. Die habe ich auch, allerdings nicht in OVP. So, ich muss mal gucken, dass ich das Ding jetzt wieder heile da reinkriege, ohne dass es kaputt geht. Das ist echt ein klasse Teil. Da freue ich mich schon, das hinten, oben hinzustellen. Richtig geiles Ding. So, jetzt kommen noch zwei Sachen. Ich hoffe, ich habe das Namenfach richtig drauf. Torben, glaube ich, war das. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen auch Figuren drin. Ich verkaufe ja ab und zu mal ein paar Sachen von mir, weil ich doppelt habe oder einfach es weg muss. Dann habe ich halt auch bei eBay Kleinanzeigen Account und verkaufe da jetzt gerade ein paar Masters, also hier die Origins und ein paar Vintage. Und er wollte dann gerne den Scaglo haben. Ich wusste natürlich nicht, wer das ist. Er hat dann gesagt, ja, ich komme da vorbei und bringe die Köpfe mit. Ich so, was? Ach ja, da war ja irgendwas. Ganz dunkel habe ich mich erinnert, der war irgendwas. Er kam vorbei, hat sich die Sachen abgeholt und hat mir dann die damals versprochene Sache, ich glaube, es war sogar über Facebook, mitgebracht. Und zwar hatte ich ja mal damals angefragt, wer von euch noch diese Iron Man Köpfe hat von Fanhome. Die gab es ja für 1 Euro mit dem Magazin, die erste Ausgabe. Vollmetall. Und ich habe die auch kaufen wollen, weil ich ein paar als Deko haben will. Jetzt habe ich auch genug. Ich habe jetzt 3 Stück extra und halt den mit dem Bausatz. Und er so, ja, wirst du nicht mehr finden damals. Ich so, ah ja, wieso? Ja, ich habe alle ausverkauft. Ich so, du warst das? Der ist ganz Itzehoe rumgefahren und in den umliegenden Dörfern und Städtchen und hat die ganzen Dinger weggekauft. Aber er hat dann auf meinem Aufruf hin, hat er sich gemeldet und gesagt, du Chris, ich habe noch ein paar über, ich kann dir gerne jetzt welche 2 geben. Hat er jetzt auch gemacht. Zwischendurch habe ich das komplett vergessen, weil ich dachte, okay, das ist so jemand, der mal sagt, du Chris, ich würde gerne das und das machen, aber macht's nie. Nee. Er hat sich dann gemeldet über eBay Kleinanzeigen und hat die dann vorbeigebracht und den Scaler hat er mitgenommen. Also nochmal vielen, vielen Dank für die coolen Köppel. Wir sehen uns auf der Los Amigos. Sehr nice. Kann ich die auch schön ins Regal stellen. So, jetzt haben wir noch eine Sache, die ist nicht besonders gut. Viele von euch haben die selber, ich habe sie nicht. Die Retro-Fabrik. Die hat ja die Interpart Comics neu rausgebracht. Oder ist dabei. Jetzt haben sie den ersten Band raus. Und bei den bei limitierten Cover-Varianten war dieser Umschlag mit dabei. Was keiner wusste, weil die Retrofabrik hat das nicht kommuniziert. Vielleicht machen sie es in Zukunft mal, wenn sie sowas machen, weil dann hätte ich das Ding auch gekauft. Wegen dem nur. Comics habe ich ja. Jetzt mittlerweile. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt und auch so viele Sachen gelesen, dass dieser Umschlag war wohl in einem Karton, ganz unten, also auf dem Boden. Und da drauf war dann das Comic und dann Verpackungsmaterial. So, was machst du, wenn du sowas auspackst? Oh geil, Comic, mega, wow, cool. Dann guckst du rein, oh, ist ein Karton, schmeißt den weg. Oder tust ihn zur Seite. Das haben sehr viele Leute gemacht. Bis irgendjemand mal rausgefunden hat, ey Leute, da ist noch ein Umschlag da drin. Der war wirklich abschließend mit dem Karton. Also Boden. Da ist noch ein Umschlag drin. Holt den mal lieber raus. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ich glaube, halb Deutschland ist zu dem Papierton gerannt und hat den Karton wieder rausgefischt. Denn hier in diesem Umschlag sind richtig geile Prints drin. Und diese Prints habe ich bekommen von Daniel im Tausch gegen was Kleines von Masters. Und die finde ich einfach mega. Wenn Retrofabrik das gesagt hätte, ich meine, das ist eine super Überraschung, aber wenn Retrofabrik das gesagt hätte oder dass diese Prints dabei wären, hätte ich sofort ein Set gekauft. So halt nicht gut losgeworden sitzt es auch, aber guck mal hier, das ist jetzt ein Print.
und das Material ist richtig schön dick. Also im Bilderrahmen, mega. Das ist auch sehr cool. Allerdings, das gefällt mir nicht als Bild. Ich verstehe nicht, warum Retrofabrik gerade das hier ausgesucht hat. Das ist so eher diese Variante Spielfeld. Ihr seht ja hier diesen Kreis mit den bunten Feldern und so weiter auf beiden Seiten. Das gefällt mir nicht als Bild. Aber ist so Geschmackssache. Sind das jetzt zwei? Nee, eins. Boah, die sind so dick, da kommt man durcheinander. Das kennt ihr natürlich auch, wenn ihr die Comics kennt, das ist auch ein super Cover. Also Daniel von Los Amigos hat dann gesagt, du, ich brauch die nicht, kannst du gerne haben, gibt's mir was anderes dafür. Und das haben wir dann gemacht, das ist auch richtig mega. So, zwei haben wir noch. Einmal dieser hier. Und dieser, das ist auch ein bekanntes Cover. Also richtig, richtig geile Prints. Ihr müsst euch mal vorstellen, das sind jetzt, was heißt, 5 oder 6? Ihr habt ja gezählt. Ihr kauft dieses Comicbuch für, ich glaube, 28 Euro war das. Und kriegt dann diese Prints alleine noch dazu. Allein die Prints sind das ja locker wert. Und danke Daniel, dass der Tausch so für dich okay war und dass ich die jetzt habe. Sehr gut. So, Freunde, das war's. Ja, das war's. Ich gucke immer, weil ich weiß, ich packe immer ein paar Sachen zur Seite. Ich mache auch jetzt eben einen, weil ich gerne die Sachen gerne einsortiert habe. Deswegen ist hier erstmal Schluss. Das war ja Megahoff 34. Sehr videospiellastig. Muss ich zugeben, die Seite ist ein bisschen mehr vollgepackt als die hier. Was macht die Seite aber nicht umso schlechter? Nein, die ist auch sehr cool. Was haltet ihr davon? Welches Item würde euch am meisten interessieren jetzt aus diesem ganzen Set? Und bitte schreibt mir mal wegen der Brille. Da bin ich wirklich gespannt, wer von euch die kennt. Und welches Lager wart ihr denn früher? Wart ihr eher so Nintendo? Also Nintendo? Oder wart ihr eher so Sega? Ich muss zugeben, früher war ich Nintendo. Sega kam erst später, viel später. Viel später, genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir doch gerne ein Däumchen für das Video da und natürlich auch für den Kanal und für egal was, Hauptsache ein Däumchen und ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.